Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal ein frohes neues Jahr an euch alle und ein herzliches Willkommen auch an die ganzen neuen Abonnenten. Im Dezember sind ja doch einige dazugekommen. Danke, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Ja, und wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns heute hier wieder auf der Ausgrabung. Es hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Wie ihr seht, sind so ein paar Profile schon geschnitten worden. Die sind mittlerweile durch das schlechte Wetter schon wieder ein bisschen ineinander gesackt. Aber die wurden natürlich vorher dokumentiert. Jetzt ruht das Ganze hier momentan ein bisschen aufgrund des schlechten Wetters. Aber heute ist es trocken und ich habe noch so 2 Stunden Licht. Also gehen wir los, machen wir schnell bis zum ersten Fund. Ihr seht jetzt das Intro, lasst mir schon mal ein Like da. Ich bin heute mal ein bisschen abseits der Baustraßen unterwegs. Hier haben wir jetzt das erste schönere Signal, aber ich glaube, es ist nur ein Blech, oder? Ja, ich glaube, es ist nur ein Blech. Es sah zuerst aus, als wenn da was drauf ist, aber ich meine, da ist nichts drauf. Ich reinige es nochmal. Schwierig zu sagen. Ja, wir gucken mal weiter. Schaut mal, das Signal war gar nicht so gut. Ich wollte es eigentlich zuerst gar nicht graben. Ja, es ist ein Knopfer. Scheiße, ich dachte, es wäre eine Silbermünze. Aber irgendwie versilberter Knopf anscheinend. Ja, nächster Fund, ein Knopf. Schauen wir weiter. Ja, nächstes Signal ist aber so ein bisschen springend. Aber schauen wir trotzdem mal nach. Ich habe mir heute mal den Spaten gegönnt. Ja, ich glaube fast, dass es Eisen ist. Ja, das ist definitiv Eisen, irgendwas Umgebogenes. Signal. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen mehr hier. Ach nee. Ein ganz kleines Stück Bronze. Komisch. Ich mach's mal eben ein bisschen mit der Zahnbürste sauber. Ich glaube nicht, dass es irgendwie was ist. Ja, nächster Fund. Eine kleine Muskelkugel. Ich würde sagen, nicht abgeschossen. Ist noch sehr, sehr rund. Müssen wir mal reinigen. Müssen wir mal gucken, ob die irgendwie eine Ladestockmarke hat. Vielleicht, aber ja. Schauen wir weiter. Da liegt der nächste Fund. Wieder Silber, aber es ist, glaube ich, ein Arsenbronzeknopf. Ja. Ein Arsenbronzeknopf. Kein sehr konstantes Signal. Ihr seht vielleicht, ich bin nicht allein unterwegs. Einer aus dem Team ist hier noch heute mit am Start. Da ist schon was. Komm her. Ist draußen. Aha. Hier in dem Knubbel.
Ah, seht ihr schon? Grün. Oha. 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 Oh. Das ist ja mal ein echt mega interessanter Fund. Schaut mal, mit zwei Sternen drauf. So in Wappenform. Sehr massiv. Oh, was ist das bloß? Das ist ja echt mal sehr, sehr interessant. Ich gehe da mal kurz mit der Bürste drüber. Spannend. Anfang 50er Signal. Schauen wir mal, es liegt glaube ich auch nicht allzu tief. Ganz raus ist es noch nicht, aber... Oh, ich sehe was Rundes. Ich meine, es ist ein wohlgeprägter Schärf. Ja, sieht sehr danach aus. Ich meine, den Löwen noch ein bisschen zu erkennen da drauf. Wenn ihr es hier noch erkennen könnt, da ist ungefähr der Löwenkörper an den Beine. Bisschen Schwanz da oben lang und Kopf. Ja, ich glaube, ist natürlich sehr stilisiert geprägt, aber ich meine, das ist ein Löwe, ja, doch. Ein Schärf. Erste Münze für heute. Ja, direkt daneben das nächste Signal. Wäre natürlich cool, wenn es auch wieder ein Schärf ist. Okay, klingt ausgegraben, nicht mehr ganz so gut. Aber schauen wir mal. Ja, es ist wieder nur ein kleines Stück Blei. Ja, das mit dem Blei und dem Eisen hier ist ein Horror. Da die guten Funde zwischen zu finden, ist nicht so einfach. Naja. So, das Signal schreit total, das muss was Gutes sein. Es geht gar nicht anders. Oh, haben wir hier ein Stück Keramik, was da gleich mit rauskommt. Ich glaube, es ist weiter hier vorne drin. Oder auch. Ich glaube, es ist eine Münze. Ja, es ist eine Münze. Hammer. Was haben wir hier? Es ist eine Pfennig-Scheidemünze, glaube ich. Aber toll erhalten noch. Spitze, richtig cool. Ja, das ist, glaube ich, auch schon eine etwas ältere. Kann ich jetzt so noch das Datum nicht auferkennen. Es wird langsam dunkel. Ja, schauen wir mal. Aber richtig gut. Münze hier aus dem Topf, Kobalttopf. Ja, nächster Fund ist wieder eine Schärfmünze. Wieder eine Hohlprägung. Richtig spannend. Kommt doch noch ein bisschen was hier. Toll. So, das Signal hier ist einfach auch wieder zu gut. Ich glaube, das liegt auch nicht allzu tief eigentlich. Da ist schon was. Das ist drin.
Na, da ist es drin. Nee, Mist, jetzt habe ich es wieder geschmissen. Wo ist es hin? Oh, hier. Ich glaube, es ist wieder rund. Ja, es ist die nächste Münze. Es ist die nächste Münze. Oh, wieder voll im Matsch hier. Ich glaube, es ist wieder ein Schärf. Ja, ich meine, da die Jahreszahl noch erkennen zu können, irgendwas 1500. Das gibt's ja nicht. Jetzt kommt ja Münze nach Münze. Hier soll was drin sein. Oha. Oh, oh, oh. Seht ihr es? Oh. Aber es ist nur ein Knopf. Ach, Mann. Ja, naja, ein Knopf. Da liegt sie, liebe Freunde. Oh. Oh, ist die noch schön. 4 Pfennig. Ich glaube 1798, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt kommt Tom angelaufen. Ja, das ist doch mal ein richtig, richtig schönes Schätzchen hier. Ja, guck doch mal. Oh, ist das eine Burg da vorne? Oh. Silber. Nee, das ist, was du von drüben von der Fläche hast. 4 Pfennig. Schön. Silber. Geil, toll, ne? Ja. Ich traue mich noch gar nicht, das anzugucken. Guck mal, Tom. Knopf oder Münze? Münze, ein Schilling. Was hatte ich schon mal, aber von der Prägung total schief. Schaut euch mal diese Riesenmünze an, bitte. Und die ist noch in einem richtig, richtig tollen Erhaltungszustand. Von 1809, glaube ich. Ein Skilling, ein Schilling. Toll, herzlichen Glückwunsch. Oder ein Halber, könnte auch ein Halber sein. Ich weiß es noch nicht, muss ich erstmal gucken. Wahnsinn. So, hier vorne kam eben der Riesenschilling. Einen Meter weiter habe ich wieder ein Signal. Das wäre ja unglaublich, wenn da jetzt noch einer rauskommt. Ach, klingt fast aber ein bisschen mehr wie Eisen. Jetzt wieder nicht mehr. Schaut mal hier, der nächste runde Fund. Und? Ah, es ist eine Niete, aber es könnte trotzdem eine interessante Niete sein. Sieht schon ein bisschen älter aus, aber ist, glaube ich, nicht verziert, wenn ich das richtig erkenne. Na, ich muss mir das mal angucken, wenn es sauber ist. So, schaut mal, da liegt doch was nächste Runde. Das ist doch bestimmt wieder ein Schärf. Schön, dass noch glänzt. Oh ja, das ist, glaube ich, auch noch ganz hübsch. Ja, von, ich glaube, 1581.
So, die ganzen 1000 Knöpfe habe ich euch nicht gezeigt, aber der ist nochmal ganz schön. Der hatte so ein bisschen Feuervergoldung drumherum. Aber ist kein besonders alter Knopf, was jetzt so die Anbringung angeht, würde ich jetzt sagen. Aber trotzdem immerhin. Da haben wir doch schon wieder den nächsten. Ich glaube, wieder ein Schärf. Ich meine ja, wieder eine Hohlprägung hier. Oh ja, doch. Hier kann man es noch ganz gut erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Sehr schön. Nicht mehr ganz leider, aber die nächste Münze. So, schaut mal, es ist mittlerweile schon so dunkel, dass ich das Kameralicht anmachen muss. Das sieht aus wie die nächste Silbermünze. Ja, wieder 4 Pfennig. Ah, so geil. Auch wieder 1771, nee, ich glaube 1774. Hammer. Ja, meine Lieben, das war wieder ein super Suchtag heute. Jetzt seht ihr, wird es sehr, sehr dunkel langsam. Deshalb machen wir jetzt Schluss. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos. Schaut da gerne rein. Ein Dank geht auch nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal bei der nächsten Folge Schatzsuche hier wieder. Und gerne auch den Kanal Sonnel die Waldfee abonnieren, damit wir hier langsam mal ein bisschen größer werden. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Macht's gut.